So, meine Lieben, jetzt stelle ich euch mal dieses wunderschöne Liegerad vor vom Andreas. Ja, er hat das nämlich umgebaut, wie ihr hier unschwer erkennt. Er hat nämlich vorne den Bafang-Motor dran, den ich ja auch vorhabe dran zu bauen. Und hat das hinten kombiniert mit einer Roll-Off-Schaltung. Das macht natürlich Sinn, ja, weil die Kräfte ab kann von dem Motor. Der hat ja 160 Newtonmeter. Ja, und um das alles mit Strom zu versorgen, ist er auf die geniale Idee gekommen, hier ein Solarpanel zu montieren. Also richtig top. Hat er richtig gut gemacht. Ja, im Endeffekt, wir haben hier einen Anhänger dran. Und pro Fahrzeug ist ein Akku drin. Und pro Akku eine Solarzelle. Und die Solarzellen, die laden dann jeweils den Akku. Und ich kann dann während der Fahrt entscheiden, mit welchem Akku ich fahren möchte. Ja, entweder aus dem Anhänger oder mit dem, der vorne am Fahrzeug drin ist. Damit man im Endeffekt nicht ein ganz leer fährt und der andere ist ganz voll, sondern man hält das dann so in der Waage und kann das dann. Dann funktioniert das mit dem Sonnenlicht aus. Und im Endeffekt reicht das Solarfahren, wenn mindestens 50% Sonne ist. Wenn ein bisschen Wolken ist und Sonne, macht das weiter gar nichts. Da kann man ganz gut fahren. Die Akkus sind groß genug, um zu puffern. Man fährt ja auch mal durch Schatten, durch den Wald. Dann ist ja auch nichts mit Sonne. Dann geht das auch. Und ich habe mein Fahrzeug hinten, ich habe mich entschieden, das ist ja ein Dreirad, die Anhängerkupplung hinter das Hinterrad zu setzen und daher diese ganze Verkleidung hier, die dazugekommen ist, um die Anhängerkupplung zu stabilisieren. Und dann habe ich meine Satteltaschen leichtmäßig auch verkleidet, wenn ich nur nutze, durch die Gegend hängen. Da habe ich dann so Stauraum drin, auf der anderen Seite ist der Akku drin und bei beiden hat man auch gleichzeitig den Bordstrom, also wir haben dann auf 12 Volt, also einmal ja, 48 Volt für den Motor und 12 Volt für den Bordstrom, um Handy zu laden während der Fahrt oder auch die Lichtanlage läuft jetzt über 12 Volt, das ist im Gesamten dann auch preiswerter zu werkstelligen, da kriegt man vernünftige Lampen für kleines Geld. So, hier seht ihr den Motor, der hier vorne verbaut ist, der Bafang HD Motor, richtig stabil, robust, 160 Newtonmeter. Ja, hier sehen wir mal von hier, ganz toll, den hat er sich hier noch die Scheibe gemacht, ja, sehr viel Elektronik, das kann man hier aufklappen, das Solarpanel, den kann man besser einsteigen, hier ist jetzt die Schaltung, also der Vorteil bei der Roll-Off-Schaltung oder grundsätzlich bei einer Armschaltung ist, dass man im Stand schalten kann. Das ist wirklich dann wichtig, wenn man mit so einer schweren Last irgendwo an der Kreuzung steht. Es geht gerade noch ein bisschen berghoch. Oben ist der Autoverkehr, jetzt muss man über die Kreuzung rüberfahren. Man ist aber vorher recht flott gefahren, dann hat man einen hohen Gang. Und dann hat man bei einer Kettenschaltung das Problem, auch einen kleinen Gang zu schalten. Oder man müsste die ganze Last über den Motor machen, das ist dann auch mal etwas ungünstig. Und deswegen eine Armschaltung, um im Stand vor Ort auf einen kleinen Gang zu schalten. Unter Last lässt sich die nicht so gut schalten, aber das ist kein Problem. Hört man auf mit Treten. Also ich habe ursprünglich dann geht es gut. Diesen Schalter da drin, das ist eigentlich, also im Endeffekt ist das eine Bremse, der schaltet mir den Motor aus. Ich kann auch sagen, so, ich ziehe den kurz, ich ziehe nur ein bisschen, da ist keine Bremse da, unterbricht den Motor, dann kann ich in aller Ruhe schalten. Oder ich höre kurz auf zu treten, schalte schnell und fahre dann weiter. Das mache ich meistens. Dort ist jetzt die Schaltung, meine Lieben. Ja, und hier der Kettenspanner. Ja, macht auch Sinn. Kettenspanner ist erforderlich, dass er der Roll-Off-Kettenspanner mit dem Zugkofferkette bleibt. Ja, macht Sinn. Ich hatte ursprünglich mal ganz am Anfang noch das Schaltwerk drin gehabt, das hat dann nicht so die Zugspannung gekriegt dafür. Ja. Das Hinterrad ist eben, weiß ja, gefedert ist im hinteren Bereich, entsprechend großräumig verkleidet. Ja. Ich hatte vorher einen normalen Schutzblech drauf gehabt und wenn man nochmal durch Matsch gefahren hat, hat das dann leicht hinten geraschelt. Das habe ich jetzt nicht mehr so. Und die Verkleidung, hier dieser ganze Aufbau, den eigentlich im Endeffekt den Aufbau für die Anhängerkupplung hinter das Hinterrad, damit man einen ruhigen Lauf mit dem Anhänger hat beim Fahren. Achso, warte. Ah, und hier bremst du sozusagen den Anhänger mit. Guckt mal, Leute. Das ist ja geil. Das haben wir uns überlegt, um auch schnell abkoppeln zu können. Und sieht man hier, das ist so die Kupplung für die Bremse. So.
Und hier, das ist das stromführende Kabel vom Akku aus dem Anhänger. Mhm. Das sind die linken Blinker, nee, rechte Blinker. Und hier ist der linke Blinker, sozusagen, hinten dran. Weil das ist auch ganz von Vorteil, dem hinteren Fahrenden zu zeigen, wo man hin will. Mhm. Hier seht ihr jetzt die Deichsel. Und das ist mal eine andere Konstruktion. Das ist eine GFK-Deichsel, verstärkt mit ein bisschen Stahl. Und das GFK nimmt sehr gut die Schwingungen des Hängers auf. Wenn da mal Stöße kommen von Huckeln, ja, wenn man mal eine schlechte Piste hat, das ist eine sehr gute Idee. Ja, und jetzt hier kommen die Stützen. Die haben sie auch richtig gut gelöst. Und zwar aus diesem Alu-Konstruktionsprofil gemacht. Und das einfach in so eine Stahlprofil reingeschoben und dann mit einer Schraube und so einem Nutstein festgemacht. Also eine sehr, sehr gute Idee für Stützen. Ist der Rückzugsfeder drin? Das hier ist denn der Bremshebel, Leute. Für den Anhänger. Und dann Anhänger habe ich dann ein kleines Ablageplatz. Das ist die Elektronikbox. Hier ist das Vorderlicht. Guckt, Leute. Und das ist auch an. Funktioniert auch. Wunderbar. Blinker, Leute, Lauflichtblinker, kennen wir irgendwo her. Das ist ganz einfach, man braucht kein Relais. Man ja, die 12 Volt genau, anschließen, genau. Und schalten und dann blinkt das. Genau. Ja. Genau wie bei mir, Leute. Wunderbar. Genau, man braucht kein Relais. Wunderbar, diese Lauflichtblinker. Tipptopp. Wenn es regnet, wird das hier runter gemacht. Festgemacht, fertig. Die Kombination von dem Bafang HD-Motor und der Roll-Off-Schaltung ist wirklich eine sehr gute Idee. Kann man nämlich eine dickere Kette verwenden, die dann noch länger hält und nicht am Berg irgendwo reißt. Die Roll-Off-Schaltung ist auch deutlich robuster als eine normale Kettenschaltung. Alleine der Freilauf ist anders konstruiert als bei einer Kettenschaltung, kann also die Kräfte des Bafang HD-Motors verkraften und geht nicht gleich kaputt. Die Jungs haben nämlich schlechte Erfahrungen gemacht mit einer normalen Kettenschaltung und deswegen haben sie dann umgerüstet auf die Roll-Off-Schaltung. Also Leute, wisst ihr bald, wie ich durch die Gegend fahre. Der nächste Umbau kommt. So, die Jungs fahren jetzt wieder los. Das soll es gewesen sein zum Umbau des Liegerades auf Bafang-Motor in Kombination mit einer Roll-Off-Schaltung. Ja, und die Jungs fahren jetzt weiter. Gab noch eine kleine Panne an dem Fahrrad vom Jörg. Der hat ja so ein Quad. Das hatte ich jetzt nicht vorgestellt. Das seht ihr auf dem Kanal vom Jörg. E-Bike, Camping und Kajaktouren. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer René.